Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Aronacho und herzlich willkommen in Fallout 4. So, Sturges. Ja, da ist er ja. Hallo? Hey, Sturges. Ah, jetzt geht's. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ja, warten. Ah. Oh, ja, was brauchst du denn Hilfe? Für den Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Hast du schon? Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Da drüben ist eine Werkbank, die du benutzen kannst. Sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Braucht ihr eine Brille? Hallo? Sturges. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Das ist schön. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Hast du auch? Ich kümmere mich drum. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Genau. Super, vielen Dank. Und das im wahrsten Sinn des Wortes. Hey, Sturges. Hallo? Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Geht doch. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ist doch schon nichts geschehen? Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Hey, Sturges. Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Hat er gerade die Merkel-Route gemacht? Nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ja. Ich glaube, das habe ich... Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Habe ich das nicht jetzt? Ich weiß nicht, versuch's nochmal. Sturges. Das ist so schnell wieder weg auf der linken Seite. Hallo. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen. Man ist sicher, aber man ist nicht völlig schutzlos. So kriegen sie einen immer. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Soll heißen, fertig? Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich weiß das zu schätzen. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mache mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Ja, ja, mal Fenster schließen oder so. Ah, okay. So, wir... Und was jetzt? Aha. Ich verstehe gerade nichts. So, was? Warum ist jetzt hier schon wieder so Ruckelei zwischendurch? Okay, gibt's jetzt noch was, was ich... Dann hätte ich das vielleicht mal am Anfang machen sollen, oder? Dies Gequatsche. Okay. Da ist nichts. Da ist nichts. Das muss ich irgendwann auch nochmal machen. Habe ich das nicht schon? Nee, wohl noch nicht. Jetzt will ich aber erstmal gucken. Erstmal setze ich diesen, wie auch immer heißt. Wo ist er denn? Hallo? Gucken, ob ich den da jetzt draufgesetzt kriege. Da Bausystem an. Warum braucht man dafür eigentlich das Bausystem? Ja, aber wie weise ich den jetzt zu? Hallo? Er geht einfach an mir vorbei. Hallo? Hallo, hallo? Will er nicht. Also damit wohl nicht. War es doch nicht im Bausystem? Wie meinen das jetzt? Ja? Ja, ja. Brauchst du was? Ja. Hey. Ja. Ging das doch hier. Wie mache ich denn das jetzt? Also E funktioniert nicht. Irgendwas, was stört mich denn jetzt hier? Nix. Wieder die falschen Tasten erwischt. Enter geht nicht. E geht nicht. Pfeiltasten gehen jetzt auch nicht mehr. Kann ich den jetzt veräppeln? Vielleicht muss ich jetzt hinten rüber. Huch. Wasser von oben. Im gasförmigen Zustand. Oder so. das jetzt geht, ich habe keine Ahnung. Ich steige da nicht durch. Das ist halt das Problem, was ich das Ganze nicht während des... Aha, aha, aha. Ja. Benötigt Schutz. Okay. Zuweisen. Enter. Diese Ressource ist jetzt zugewiesen. Hä? Verstehe nichts. Wann war denn jetzt der Punkt und wem habe ich das jetzt zugewiesen? Eigentlich nur einen Dicken, oder? Wo ist er denn? Hallo? Geht der jetzt dahin oder nicht? Er ist der Falsche. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ganz ehrlich. Weil es... Also die Sachen, die werden einfach nicht während des Spiels klar. Das ist das Problem. Dass ich das irgendwie jetzt mit dieser Zuweisung so machen muss, das weiß ich eigentlich auch nur von euch aus den Kommentaren. Ansonsten hätte ich das nie gewusst. Ja, weil es im Spiel nicht erklärt wird. Und das ist ein Problem. Ich habe ehrlich gesagt jetzt... Ah, ist er das? Nö. Das ist doch Mama Tantchen, ne? Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Ja, red weiter. Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt, aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Jet habe ich doch, ne? So. Okay. Ich werde versuchen, welches zu beschaffen. Mein Herr. Ich glaube, das habe ich. Ja, ja. Bitteschön, ich hole dir Jet. Habe ich, glaube ich, da hinten drin. Schön wäre es natürlich, wenn man die Häuser schon nicht abreißen kann, dass diese auch tatsächlich reparieren würden. Das wäre auch wieder gut. Ist übrigens das hier das einzige Haus, was nicht leer ist. Und natürlich das da. Also, die Betten stehen halt nur drüben. So, Jet hier, wenn ich nicht irre. Jet. Oder habe ich das bei mir drinnen gelassen? Jet war da, da haben wir es ja. Nur ein. Mehr kriegt sie nicht. Nachher will sie noch mehr und dann habe ich nichts. Also kriegt sie jetzt auch noch einen. So. Wo bist du denn, Tantchen? Wo ist er denn? Das ist... Ich habe ihn nur eben zugewiesen, oder nicht? So, Tantchen ist jetzt da hinten. Ich verstehe das nicht. Hä? Was ist? Wie, was ist? Ja, komm her. Mama Murphy. Ohne Camps bringt das dritte Auge nichts. Hast du das Jet? Ja. Hier bitte. Hier. Eine Ladung Jet. Gut gemacht. Und jetzt führt mich der Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Auf dem Ding? Da willst du dich ausruhen? Warum? Wie, ich habe sie zugewiesen, dann dahin zugewiesen, oder was? Wieso denn sie? Das ergibt doch keinen Sinn. So, werde ich ihr mal eine Waffe geben, wa? Dann machen wir das doch mal. Das heißt, ich mache mir jetzt erstmal ein kleines Schränkchen, wo ich die Sachen, die ich jetzt aktuell in der Tasche habe, reinpacke. Einfach aus dem Grund, dann suche ich es später nicht wieder. Dann brauche ich mir halt nur reinschmeißen und dann ist gut. Das heißt, erstmal hier hin. Und ich habe hier eigentlich noch so Sachen, aber keine Schränke. Was willst du denn in meiner Butze? Habe ich auch nicht. Hier. Da kann ich das hin. So. Möbels. Reicht. Einfach hier so ein kleines Ding, gut ist. Haben wir auch ein schönes kleines. Was ist denn das? Oh. Oh. Ah, warum nicht? Vielleicht noch ein bisschen besser drehen. Das ist auch sau schwierig, finde ich. So. Und da mache ich mich jetzt quasi erstmal nackig und dann schmeiße ich hier alles rein. Also umgekehrt. Ich schmeiße hier erst alles. Die 308 habe ich gesehen, brauche ich für den Snipper. Oder waren es die 38? Naja, eins von beiden jedenfalls. 2er-Kugel? Mhm. Wieso habe ich denn schon wieder so komischen Kram in der Tasche? Ja. Alles. 45er, wofür? Die. Wieso habe ich davon 2? Wieso habe ich denn schon wieder so viel Kram in der Tasche? Den Armeehelm auch. Ich sollte. Ich habe noch nicht alles weggeschmissen gehabt. Das war's. Den auch. Jetzt erstmal alles darin. Könnte ich aber mir so viel einfacher machen, ne? Und die kommt gleich mal. Warte mal. Machen wir einmal so. Einmal so. Nicht, dass ich die falsche wegschmeiße. So. Und jetzt kannst du hier wieder. Also. Da muss ich erstmal gucken. Die nicht. Das Scharfschützen. Oh ja. Und da war nämlich hier die. Was waren da? Die 308, genau. So. Die Minen. Ditta. Ditta und Ditta. Genau. Außerdem diese ganzen Sachen. Und das war's. Ja, meine Stimpacks, die kann ich auch noch mit reinmachen. Ist jetzt wurscht, aber mache ich. So. Dann kommt hier jetzt noch ein bisschen was drin. Quatsch. Ich muss ja erstmal. Wofür habe ich die 45er Patronen in der Tasche? So, weg sind sie. Warum habe ich überhaupt so viel Kram jetzt in der Tasche, verstehe ich. Habe ich mich noch nicht leer gemacht gehabt? So, erstmal einen Schrott weg. Okay. Das muss ich auch nochmal irgendwie gucken, was brauche ich jetzt tatsächlich für mich und alles andere dann in die Werkstatt reinschmeißen. Wer weiß, wofür ich das brauchen kann. Kommt jetzt erstmal hier alles raus. Fleisch und Bohnen, auch schön. Gut, das brauche ich noch woanders, das auch. Die kommen auch woanders hin. Ich habe ja noch einen Chat. Okay. Was ist das schon wieder? Okay, Nuka Cherry, Nuka Cola, Psycho. Das ist jetzt erstmal alles darin. Auch. Schrotpatronen habe ich noch in der Tasche. So, die kann ich, doch, die kann ich auch rausschmeißen, ne? So. Dann, wo ist jetzt hier, nein. Okay. Ich dachte, ich hätte hier schon durchgeguckt. War lustig. Okay. Aber hier habe ich doch, ne? Ja klar. Sonst, ne, Schrotpatronen. Muss mal gucken, ob ich überhaupt noch eine mit habe. Ich blicke da ehrlich gesagt nicht wirklich durch. Ne, ich wollte hier gucken. So, da haben wir die. Okay. Und wo ist jetzt die Munition? Die auch mal da rein. Fusionskerne brauche ich jetzt momentan zwar nicht, aber später. Die habe ich deswegen ja auch auf der anderen Ecke. Moment, die brauche ich ja hier. Wieso ist der Fusionskern als Munition deklariert? So, und die Schrotpatronen, okay. Und der Fusionskern habe ich da immer hier reingepackt. So, und die beiden Pistolen jetzt erstmal. Okay. Achso, wenn ich die Wackelpuppe... Da kann ich nicht raus, okay. Verstehe. Also eigentlich nicht, aber muss ich auch nicht. So, da haben wir Heftchen drin. Und... Da kommt das jetzt drin. So, und die Mutterbären. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab sonst erstmal nichts. Warum aber denkst du, wir seien Preston Freunde? Wollte mit dir reden. Seid ihr jetzt klar irgendwie? Ja? Schön. So, ich glaube... Ich glaube nämlich, dass... Nee, wenn ich die anpflanzen will, dann muss ich die ja... Das kommt daran. Dann muss ich dann doch da hinten hin. Das ist so eine... Ja. Hier hin. Und jetzt muss ich... Darüber. Okay. Die Beeren. Was will ich denn... Nee, bei der Möbel will ich ja gar nicht hin. Erstmal hier. Essen. Essen. Dann Kürbis, Karotte, Klingon. Melonen, Mutterbeere. So. Ja, ich habe nur 3 Stück. Ach, benötigt die Pflanze. Tattoo-Pflanze, Tattoo-Pflanze. Das heißt, mit den Mutterbeeren kann ich so gar nichts machen. Weil ich meine, die Pflanze hätte ich ja auch irgendwo gesehen. Gut, dann sind die halt was zu essen. Ich steig da sowieso nicht mehr durch. Das ist mir alles zu hoch. Aber eben, weil man es auch nicht erklärt kriegt und dann steige ich da auch nicht durch und dann... So, die müssen ja da rein. So. Ach komm, geh weg. So, machen wir die dahin. Und jetzt kann ich nämlich nach Rüstung und sowas gucken. Das heißt, so, ich habe, warte mal, 4, ne? 4 Leutchen. 1, 2, 3 und das Mädel. Mach 4. Ja. Ich habe doch hier Lederkombi da. Ups. So, 4. Das ging, ich habe es versucht. Einmal mit links, rechts, super. Oh, davon haben wir noch einen, das ist ja unschön. Linke Arm, habe ich auch noch 2. Dann nehme ich davon auch erstmal noch 2 mit und davon auch erstmal noch 2. Da muss ich mal gucken, da fehlt mir noch so ein bisschen was, ne? Oh. Davon habe ich auch noch 2. Habe ich 3 sogar. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Dann mache ich das anders. Dann kriegen die, wenn ich davon 4 Stück habe, dann kriegen die auch davon. So, linke Arm. 2 habe ich. Das heißt, die beiden kann ich noch brauchen. Muss ich nicht das Leder dann auch hinten in die Dingens reinschmeißen? Ich glaube schon, ne? Mach ich mal. So. Linkes Bein brauche ich noch 2, rechtes Arm brauche ich noch 2 und rechtes Bein brauche ich auch noch 2. Da müsste ich jetzt ja für alle... Na, Schutzhelm ist ja auch schon mal nicht schlecht, ne? Nehme ich noch einen Helm mit. Der bringt Schadenresistenz 4. Den kriegt Mutzchen. Und 4 Schmeißbrillen. Ne, ich weiß nicht. So, okay. Falsch. Ich muss hier raus. Mit dir fangen wir mal an, Digga. Halt die Augen offen. Du musst immer wachsam bleiben. Komm mal her. Entschuldigung? Die Minutemen könnten jemanden wie dich gebrauchen. Alter, nun lass dich doch mal... Kümmere dich gut um deine Waffe. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Ja? Wieso kann ich mit dem nicht handeln? Hallo? Wenn du mich fragst, es lohnt sich immer für die Freiheit zu kämpfen. Kann ich... Oh, da sind gleich beide. Wartet mal. Wenn ihr schon mal zu zweit da seid, guck mal her. Ich will nur ein bisschen handeln. Genau. Erstmal einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Einmal den, einmal den. Was haben wir denn jetzt? Linkes Bein, linker Arm, rechter Arm, linker Arm. Also eigentlich haben die alles, ne? So, und das markiere ich jetzt mit T. Ja, das kann dann weg. So. Warum ist das weg? Ach so, weil... Verstehe. Ich brauche den rechten Arm, linkes Bein, rechtes Bein. Da. So. Weil dann fehlen mir... Warum? Wo sind denn die anderen rechten Beine? Habe ich irgendwas falsch angepackt? Ja, ich lasse für dich alles stehen und liegen. Ja, ja. War nur ein Scherz. Ich will nur ein bisschen handeln. Naja, du bist jetzt der Nächste. Eine Lederkombi. Linker Arm. Rechter Arm. Anisch. Linkes Bein, rechtes Bein. Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können, dass ich da auch... Ach nee, da hat er ja seine... Die können noch ein bisschen Munition... Oh, mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Ja, ein Schusslöcher aber wohl eher nicht. Mir fehlen noch 2 rechte Beine, habe ich gesagt, ne? Da ist ja wieder die Händlerin. Die kommt nämlich öfter vorbei und dann kann ich ja den ganzen Rest dann verkaufen. Aber halt erst dann, wenn ich fertig bin. So. Da wieder hin. Das kaputte Bett, das habe ich weggeräumt. Ne, da nicht rein. Da rein. Und da kommt jetzt... linkes Bein fehlt mir auch noch einer. Warum? Ich habe jetzt noch 2 Harnisch, das ist richtig. So. Der kann weg. Der kann weg. Die beiden Lederkombis habe ich. Okay, Lederrüstung, linkes Bein. Lederrüstung, linkes Bein. Da habe ich also 2 von. Linker Arm habe ich 2. Anisch habe ich 2. Linkes Bein. Rechter Arm habe ich auch 2. Linkes Bein habe ich nur 1. Da brauche ich auch 2 von. Und rechtes Bein habe ich gar keinen mehr. Ach so. Habe ich bei der... Ja. Da haben wir noch ein linkes Bein, dann habe ich da 2. Und rechtes Bein habe ich gar nicht mehr. Da ist das Problem. Rechter Arm. Linkes Bein. Rechtes Bein. Soll heißen, ich muss noch ein bisschen Beine besorgen. Moment, wenn ich jetzt linkes Bein zweimal habe, dann brauche ich den ja nicht. Und die Lederkombi, die brauche ich auch. Nee, da ist da lang. So. Ich mache das jetzt mal. Wir haben 26 Minuten. Ich mache das mal schnell. Rüste die beiden aus, sofern das geht. Und ja, dann melde ich mich wieder. Also bis dahin. Bye bye.